Hallo Leute und herzlich willkommen zu, warte, ich muss kurz gucken, wie das Spiel heißt, ich muss kurz spicken. Das Ganze heißt Lark in the Dark Prologue. Wie gesagt, eigentlich hätte sie noch so einen Screen, aber ich komme irgendwie nicht mehr zurück. Ich würde sagen, wir klicken auf New Game. Weiß nicht, wie schlau das jetzt war. Eigentlich so eine kleine Troll-Ding, was? Ja, genau, Tipps irgendwie, irgendwas. Oh, unten ist Now Loading Nightmare, oh, perfekt, Alter. Okay, ja komm, Loading ist completed, also let's go. So, am Murders, ich muss kurz durchlesen. Okay, also irgendwie haben so Leute vom Town, also vom Dorf, irgendwie einen Murder reported. So, like among us. Und genau, die haben jetzt hier irgendwie sowas, genau. Und die haben den jetzt wahrscheinlich am Arsch oder so. Ich habe es nicht ganz durchgelesen. Aber ich glaube, so um das geht's. Marcus Brown, Police Officer. Okay. Ist das japanisch? Oh Gott, ist man langsam. Alter. Aha. Was denn hier? Guest Room. Was ist das denn? This is right. Do it, do it, do it, do it, do it. Wir hatten hier schon wieder Graffiti gesprüht. Wir sehen jetzt scheinbar der Officer hier. Eieiei. Oh Gott. Hier ist scheinbar jemand. God, is my voice reaching? Fragezeichen, okay. I'm right, not wrong. Okay. So, was ist hier? Hä? Watch Tutorial? Ah, okay, okay, okay. Also hier geht es jetzt darum, eben zu crouchen und wieder aufzustehen. Ja, bringt uns hier nur nichts, ist das Ding. Hä, oder? Ja, wir kommen ja hier nicht unten durch. Was machen wir denn hier? Können wir hier mit irgendetwas hinter... Oh. Flashlight besser anlassen. Können wir hier... Oh, wir können zoomen. Okay, also hier kommen wir aber schon mal obviously nicht weiter. Ist hier denn noch irgendwas, was wir übersehen hätten haben vielleicht? Nee. Glaube nicht, oder? Okay, ich wollte gerade zur Tür rausgehen und da stand irgendwie, ja, wenn ich jetzt rausgehe, dann geben sie mir morgen die doppelte Scheiße, die ich machen muss. Und das hier ist dagegen noch hoch und heilig. Das heißt, wir bleiben besser drin. Aber wie kommen wir denn hier jetzt weiter? Kann ich hier nochmal das Tutorial bitte schauen? Scheiße, Mann, jetzt habe ich das einfach weggelassen. Vielleicht ein bisschen dumm. Lol, wir haben ja hier Keys und so. Yo, das habe ich jetzt gerade erst gesehen. What? Wir haben ein richtiges Inventar hier, Alter. Oh, wir könnten sogar Waffen haben. Wisst ihr was? Ich starte kurz das Spiel neu. Wir haben ja noch praktisch gar nichts gemacht. Genau, wir sind jetzt wieder hier. Die alle überall ist ja irgendwie nichts. Deswegen gehen wir wieder hin und schauen das Tutorial. Ach, das ist ein Scherz. So kann man kriechen und gedrückt halten. Kann man so, keine Ahnung was. Das ist so ein Joke, Alter. Oh, das ist ein Airport. Da war ja was. Someone has been watching forever me. Ist hier jemand? Hallo? Hinter der Tür. Wow. Nur Ratten hier. Fernsehen machen wir besser nicht an. Oh, ein First Aid Kit. Ja, können wir das mitnehmen? Ist vielleicht nicht mal so schlecht, oder? Ja. Können wir hier nicht unten durch, hier, unter dem Bett? Nee? Okay, also scheinbar nicht. Ja, ich denke, hier gibt es jetzt nicht wirklich mehr zu sehen, oder? Komm, gehen wir wieder raus. Müssen wir hier nicht mehr so komisch verweilen. Ist hier was? Oh. Wait, what? Ah, Durchgang? Ah, 3 parts are missing. Oh, okay, die müssen wir wahrscheinlich finden. Und was bist du, Alter? Alter, da ist ein Finger angenagelt. Was? Okay, also... Anyway, it's creepy, ja. Also scheinbar ist es aber nicht echt, sagt hier der Officer. Der Finger, aber das Blut ist schon irgendwie ekelhaft. Ist auch ekelhaft. I have not broken... To my God? Er hat irgendwie ein eigener Gott oder so? See. Okay. Wenn du meinst... Dann ist das natürlich so. It cannot be used in this place? Achso. Ja, jetzt kann ich den erst auswählen. Okay. Schlecht denn gerade mit allem. Wenn wir das jetzt aufmachen, dann kommt doch safe ein Jumpscare, oder? Hinter dieser Ecke. Okay, natürlich nicht. Ah, also mit dem können wir dann Items irgendwie durch
Leuchtenalarm, genau. Oh. Was ist das für ein komisches Bild, Alter? Ne, also wir können jetzt hier zoomen und genau, dann können wir diese Items durchsuchen. Können wir das öffnen? Without a title, it doesn't seem relevant. Okay. Dann brauchen wir das nicht. Dann dich. It's a very old book, it's too thick. I don't feel like reading it. Ne, würde ich auch nicht. Briefe, okay. Okay, der ist von Japan, aber der geht auch an Ben Ruggles. Eine Taschenuhr. Reddick. Und hier ist nochmal ein Brief. Hä, wieso da so viele Briefe? Nochmal von der USA. Oder, ja, keine Ahnung. Was ist hier? The door has a no keyhole. Some seems carved behind the door. Okay. Okay, Head of Blood. Was ist das? Ah, das ist Restroom. Okay, alles klar. Das ist nochmal Bluthand. Der Typ ist aber wahrscheinlich schon gläubig. Weil das ist ja das Bild von genau dem Abendmahl. I'm out of here. Ne, jetzt gehen wir zurück, und beim Zurückgehen läuft uns bestimmt was über den Weg. Die wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn jetzt hier nichts kommen würde. Hä, war hier diese Türklinke schon vorhin dran? Ne, ja, guck. Mach immer wieder zu. Nicht, dass wir überrascht werden. Boah, das sieht auch so disgusting aus, ey. Hä? Da ist ein Schuh. Okay, ich denke nicht wirklich relevant. Okay, wer ist hier auf dem Klo? Was kann ich mit dir machen? Nix, okay. Hallo, ist noch eine Lüftung wichtig auf jeden Fall. Okay, also da können wir schon mal wirklich nicht. Wirklich nicht rein. Was stand hier? What does that sound? Is there anyone in here? Ja, warte mal, Tim ruft mich gerade an. Was will denn Tim jetzt? Ja, macht nichts, oder? Wir können Sucht aus, wir können das auch Sucht, aber du bist ja gerade in Ja, nimm lang. Walla crazy. Easy, bis dann. So Leute, da tut mir leid. Tim hat mir gerade kurz die Aufnahme gecrashed. So ein Spaß. Yeah. Vielleicht kennt ihr ihn noch. Tim aka Street Kids. Leute, das was in diesem Safe ist und das was gleich hier bei der Tür passiert, beziehungsweise was Bilder oder ja, ich glaube es war Berlin, ne? Was das wirklich war oder wer das wirklich war, seht ihr im nächsten Video, Leute. Deswegen lasst ein Like und ein Abo, aktiviert die Glocke, um das Video nicht zu verpassen. Schaut bei Tim vorbei, weil er gerade die Aufnahme gecrashed hat. Danke nochmal für das. Ansonsten würde ich sagen, was in diesem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.